So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Four Swords Adventures. Wir haben das dritte Level, den Todesberg. Und dort wollen wir auch gleich mal anfangen, am Fuße des Todesbergs. Link, wir sind im Norden von Hyrule, am Fuße des Todesbergs. Komm zur Bergspitze. Jawohl. Comic. So, was ist denn hier? Achtung, wer... Oh, wer uns liebt. Er soll sofort Meldung machen. Ach du Scheiße, wir sind... Ein toller Soldat hier. So, ja, mal gucken, was wir hier zu tun haben. Vielleicht ist ja hier irgendwas schön verstecktes. Ne. So. Hier sind schon wieder einige Soldaten unterwegs. Aber die hier gegen uns haben die natürlich überhaupt gar keine Chance. So. Warum gibt es denn schon wieder so viele Lags hier? Das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt nichts im Hintergrund zu laufen als Aufnahmeprogramm. Und trotzdem mutiert das Ding total rum. Ich verstehe es einfach nicht. So, dann nehmen wir mal. Oh, ein Geheimgang. Das war ja irgendwie zu vorauszusehen. Dann gehen wir mal hier runter. So, was ist denn hier? Hier müssen wir noch ein paar Sachen schieben. So, den holen wir uns auch noch. Taler kann man ja nie genug haben. Wie kommen wir jetzt denn eigentlich an den ran? Ja, runterheben? Ne, hochschieben? Auch nicht. Kann man denn da runterspringen? Da gucken wir uns das gleich mal an. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ja. Na gut, da haben wir ein paar Kristalle. Genau. Wir brauchen nämlich die Energie wieder, um unser Schwert aufzuladen. Das gleiche Prinzip wie eigentlich jedes Mal. Keine Neues. So, gibt's hier auch einen Geheimgang? Ja, noch kein Geheimgang, aber ein. Warum hauen die eigentlich immer ab, die Viecher? Haben die Angst vor mir? Die können sich ja auch gern von dem schwulen Tingel da mal fangen lassen. Nur. Ich weiß nicht, ob die da mehr Spaß haben als mit mir. So, weiter geht's hier. Nächsten. Ach du Scheiße. Nein, die haben ja Ecken. Oh, da waren aber welche. Zack, zack, zack. Getarnt im Untergrund. Oh, es macht sich fertig legen. Oder hier, vier links. Los. Ah. Oh. Keine Chance gegen mich, gegen mein Schild. So. Mal schnell alle fertig machen. Ne? Aua, jetzt würde ich aber mal getroffen. Aber da gibt's gleich die Rache für. Wie ist denn hier von diesem Kanal? So geht das doch wesentlich schneller. Herz, Herz, bleib da. Oh nein, es ist genau weg gewesen. So, alle besiegt, dann gibt's 300. Genau, 300 Forsthalle, wundervoll. Ich hätte gerne mal ein Herz gehabt. Ah. So, gucken, was gibt's denn da drüben? Vielleicht gibt's hier noch ein Herz. Ah, gibt's auch eine Hütte. Ah, da gibt's auch. Noch ein Herz, klasse. So, kicken wir mal, wenn was denn hier schon ist. Auch böse. Naja, aber keine Chance. Was gibt's denn hier? Ein Bogen. Und Herzen. Herzen sind immer gut. So, da haben wir noch eine zweite Waffe. Nehmen wir einen Schluck Kaffee hier. Hm. So, Bogen halten, genau.
da sich was versteckt. Oh, ein paar Herzen, super. Dann sind wir wieder aufgeladen. Was gibt's denn hier im Häuschen drin? Wieder ein paar Gegner? Ah, einer. Aber der hat keine Chance. Gegen. Und ein Bumerang. Tja. Was nehme ich denn jetzt? Den Bogen oder den Bumerang? Ich nehme mal einen Bogen. Mit dem Bumerang könnten wir hier die ganzen Dinger einsammeln, weißt du? Was nehme ich jetzt? Oh, was nehme ich jetzt? Kann ich runterspringen? Nee. Probieren wir mal mit dem Bumerang die Dinger einzusammeln. Mal gucken, ob das klappt. Weil wäre schade, die einfach liegen zu lassen, ne? Ja, Bumerang erhalten, haben wir doch jetzt gesehen. Das? Ja. So muss es sein. Oh, ist alles zu mir. Alle Kristalle zu mir. Zack. So. Haben wir die Seite schön abgeräumt? So. Kriegen wir das auch noch hin hier? Na. Ah, verdammt. Mann, schieß doch mal. Ja, toll. Kann man von der Brücke eigentlich hoch? Mal gucken. Ja, aber nicht so weit. Ist nicht so. Ja, ja, gehen wir erstmal weiter. Ah, hier oben kann man auch mal. Das ist gut. Super, da haben wir sie ja fast alle jetzt beisammen. Supi. So. Schön die Kristalle sammeln. So. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier? Ach, diese Viecher. Oh, was zur Hölle? Ach, du heilige Scheiße. Ich glaub, jetzt gibt's eins zu schaffen. Ach, du heilige Scheiße. Ich hab aber ordentlich einen abgekriegt. Was ist denn das da? Aua! Da ist wieder so eine Bombe. Hm. Das war ja jetzt nicht so erfolgreich, richtig? Richtig. So, dann kommen wir jetzt hier weiter. Hm. Hier irgendwo weiter. Hm. Ja, wir haben es doch verstanden, Mann. Komme ich denn jetzt hier weiter? Kann ich die Bombe eigentlich nehmen? Ja. Da ist kein Eingang gewesen. Na toll, wo ist jetzt der Eingang? Hier oder was? Probieren wir mal mit der Bombe hier. Ach, scheiße. Hier was? Naja, wir werden es mal probieren. So, das Ding. Da kommt gar nichts raus. Dann probieren wir mal hier oben rechts was. Aha. Da ist er also, der Eingang. Hier wieder einen stehen lassen. Was ist das? Der Bogen? Nehmen wir mal den Bogen. Wir können ja jetzt weiter hier. Richtig
hier rüberwerfen? Nö. Tja. Laufen kann ich hier auch nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Vielleicht gibt es hier noch eine andere Eingang. Das kann natürlich sein. Hier unterm Baum oder so. Kann man euch wenigstens töten mit dem Bogen? Jawohl. So, jetzt gucken wir mal, ob hier... Hier ist doch bestimmt auch noch ein Eingang. Ja, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch mir gleich gedacht. Oh, das wollte ich jetzt nicht machen. So, dann gehen wir rein. Und guck uns mal hier um. Ein bisschen Energie wäre natürlich nicht schlecht. Mal alle Dinge anmachen. So, dann kommt da nämlich eine Treppe. Das ist natürlich super jetzt. Jetzt können wir nämlich da rüber. Oh, nicht runterfallen. Ich hab mal so ein Talent dazu. Oh! Jetzt wird's aber knapp, Freunde, mit der Energie. So. Ah. Der Knopf. Das war wichtig. Herzcontainer halten. Jetzt kann ich mich wieder runterfallen, wenn ich habe immer das Talent hier. Nicht ordentlich gerade zu gehen, wie ihr das seht, ja. Da fahre ich natürlich immer hier unten an. So, und dann kommt man mit. So, alle wieder dabei. Genau. Und weiter geht's hier oben. Okay, das Rätsel haben wir gelöst. War noch etwas schwieriger, als es eigentlich wahrscheinlich war. Egal. Dafür ist jetzt der Blind. Ach du Scheiße, was ist denn da oben los? Gut, dass wir einen Pfeil im Bogen haben. Jetzt machen wir mal eine Viererlinie und dann gibt es hier mal richtig schön Grillfleisch. Yum, yum, komm! Bam, 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 bam. So, die trauen sich jetzt nicht mehr da rein, oder was? So. Oh, da wollte ich eigentlich noch gar nicht rein. Ich gehe nochmal hoch. Denn ich wollte hier noch gar nicht rein. Ich wollte erstmal alle platt machen. Ne? Au! Das war ja gemein. So, erstmal alle platt machen hier. Töten! Erstmal alles töten hier. Ne? Oh, die springen ja sogar an, ey. Was sind das für Viecher, ey? Wo waren die ja früher nicht, dass sie einen angesprungen haben? Daran würde ich mich erinnern. Das macht sie aber nicht sympathischer. So. Haben wir hier irgendwas versteckt? Nee. Hier was versteckt? Ich muss ja alles absuchen. Leute, ihr kennt mich ja. Es ist niemals anders. Wird sich auch nicht ändern. Wenn wir schon das Ding blind spielen, dann müssen wir halt auch alles... Alles abgeben, ne? Das ist ja wohl klar. So, kommt mal hier, Jungs. Ihr kriegt jetzt mal richtig eins auf die Fresse hier. Zack, zack. So. Das haben wir so alle kaputt immer. So. Dann können wir endlich in diese Höhle rein. Banane und Pisten habe ich nicht gesehen. Und dann fallen wir gleich mal nach links hier. Ja. Das hat nicht geklappt. Ah, Fall da. Das war halt Zufall, dass ich die da alle nacheinander getrennt habe. Feuermedaillon halten. Wirf es dort zu Boden, wo es von Gegnern wimmelt. Feuermedaillon. Mhm. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken, vielleicht hilft uns das ja. Hätten wir mal gerade gebraucht, wo es hier nur von Gegnern so gewimmelt hat. Aber naja. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ist hier wieder ein wimmelnder Gegner? Nein. So, legen wir das mal ab. Und nehmen das mal wieder hoch.
So. Hier geht's nicht lang, da geht's nur zu einem alten Mann. Mal ablegen hier. Wir brauchen das Ding überhaupt nicht. Oh, sehe schon, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. So. Wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao.